Herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Und wir befinden uns hier an der goldenen Küste von goldenen Bergen. Goldenem Bergdorf. Was für eins kaufst du denn? Ja, ich nehme die Nummer 3 mit extra viel Ketchup, bitte. Und zweimal eine Tüte Pommes. Ne, eine Flasche Pommes. Palim, palim. Oh, hallo, ich hätte gerne zwei Flaschen Pommes. Das ist die Haller vor. Pff, Leute, das war sogar vor meiner Zeit. Also, ich erwarte nicht, dass ihr das kennt. Wir sind hier am Golden Hills Valley. Wow! Oh mein Gott. Gerade den Todessprung des Jahrtausends gewagt. Da muss man doch irgendwie drauf kommen, oder? Nein. Ich mag das immer, wenn die Leute dann genau das nachmachen, was ich tue. Komm, komm, Dani. Wir gehen jetzt einfach mal sterben. Ja? Einfach mal so. Weißt du, weil no risk, no fun. Ja, das muss doch gehen. Man muss doch da drauf. Oha. Dani ist, glaube ich, unten. Die hängt jetzt fest. Ich werde sie retten. Ah, sie hat sich schon alleine gerettet. Pff, immer diese selbstständigen, emanzipierten Frauen. Gar nichts mehr zu retten hat man da so als tapferer Ritter. Gibt's ja gar nichts mehr zu retten hier. Keine Jungfrauen in Nöten mehr. Manno. Gehe ich halt wieder ins Wirtshaus. So. Wir waren hier und haben dem Rob-Bob Jägermeister geholfen. Jägermeister, Schmugglergott. Rob-Bob, der Schmugglergott. Bob und der Nirobi-Tobby und das Flievertüt. Das ist auch, boah, geniales Kinderbuch. Egal. Der ein oder andere von euch wird das wahrscheinlich noch kennen. Aber eher so das ältere Semester. Es sei denn, die Jüngeren lesen sowas. Oh. Aber die Jüngeren lesen doch immer sowas wie Bravo YouTube oder sowas. Oder liest ihr Bücher? Wenn ihr jung seid. Okay, ihr seid alle jung. Wir sind alle jung. Wenn ihr unter 14 seid, was lest ihr? Lest ihr Bücher? Ich meine jetzt Bücher, ne? Keine Heftchen. Mangas lasse ich jetzt auch mal nicht zählen, weil ich lese auch selber Mangas, aber die zähle ich jetzt nicht mal als Buch dazu. Lest ihr Bücher? Und wenn ja, was? Und ich will jetzt hier nicht sowas von 50 Shades of irgendwas hören, sondern ordentliche Bücher, okay? Girls. Oder Boys. Aber eher Girls. Bros. Nein, es sind wenig Bros in den Star Stable Folgen. Eher so Girl. Egal, ich muss meine nächsten drei Sätze runterschlucken. Okay, gut. Wir verfügbare Aufgaben. Wir können hier nicht weitermachen, weil es immer noch am selben Tag ist. Und ich habe jetzt keinen Bock, irgendwo zu übernachten, damit ich da weitermache. Oder vielleicht doch? Weil dann könnten wir endlich die Epona-Reihe weitermachen. Huh. Oder ich mache bei Mario weiter. Mario oder Martina an der Sunfield Farm. Wir sind jetzt hier in Golden Hills Valley. Eddie, Nick Stoneground könnte ich auch noch weitermachen. Da geht's dann zu den Kaltern. Das wäre auch nochmal interessant. Freya. Ja, Jasper, Wächter der Kürbisse. Dann machen wir bei Jasper weiter und dann haben wir hier auch schon mal ein bisschen Fortschritt. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Weil wenn wir schon hier sind, bietet sich das an. Ansonsten muss ich dann auch bald mal wieder im Dinosaurus-Tal weitermachen. Ja, und gern auch noch woanders. Ja, also Dinosaurus-Tal und woanders. Ja, aber in einem anderen Ort. Zu einer anderen Zeit. In einer anderen Welt. In der Star Stable nicht regiert wird von Rauten und Starcoins. Nein, in einer Welt, in der wir alle gleichsam viele Pferde haben können, in der wir Pferde paaren können, um sie zu züchten, in dem es Berufe gibt, in denen man sich eigene Klamotten erstellen kann und sie untereinander kaufen und verkaufen. Ach, wäre das schön. So eine Welt wünsche ich mir. Ich komme ja auch aus diesem eigentlichen, also ich bin ja eigentlich so mehr so der WoW-Spieler, was so MMORPGs angeht. Und wenn man so ein Spiel mal gespielt hat, dann ist es voll schwierig, Sachen so, also die es normal gibt in anderen Sachen. Also jeder, der von euch mal ein anderes MMO gespielt hat, weiß, da gibt's Berufe. Also zum Beispiel halt, für alle diejenigen, die es jetzt nicht wissen. Und ich habe jetzt nicht so viele Online-Rollenspiele wirklich viel gespielt. Ich habe ziemlich viele mal einfach angetestet und in den meisten ist es dasselbe. Da gibt's Berufe, ne? Ich erkläre euch jetzt, wie das funktioniert. Falls ihr es wirklich nicht kennt, erkläre ich euch das jetzt. Sagen wir mal,
Es gibt einen Schneider. Ne? So, als Schneider brauche ich Stoffe, die sammle ich mir. Die gibt es hier so, kann ich zum Beispiel hier so aufstellen, so Flachs oder sowas. Ja? Und dann sammle ich hier nebenbei so Flachs auf. Ne? Wer meine Star Stable Herbstritt-Folgen schaut, da liegen auch ab und zu Sachen rum. Äpfel und lauter so ein Kram. Das kann man da so einsammeln und dann hat man das. Ja? So, stellt euch vor, hier gibt es Flachs. Ja, so. Und dann läuft man rum und sammelt dieses Flachs ein. Oder Baumwolle. Ja? Oder man kann dann so eine Quest machen, wo man dann Schafe schert oder sowas. Und dann hat man Baumwolle. Und aus der Baumwolle macht man sich dann Stoff. Ja? Und mit den Stoffen kann man dann Kleider herstellen. Ja? Pullis, hier so Schabracken, Satteldecken, Bandagen für die Pferde, Mützen, Handschuhe. All das. Pullis und T-Shirts und sowas, ja. Und das kann man selber herstellen. Und damit verbraucht man halt eben die Stoffe. Und dann kann man das tragen. Oder man kann es mit anderen Spielern handeln. Oder man kann es verkaufen. Ja? Und jemand, der dann zum Beispiel nicht schneidern kann, das muss man lernen, der kann dann vielleicht Lederverarbeitung machen. Dann findet man halt irgendwo Leder. Ja? Wenn man jetzt nicht zwingend Tiere jagen will. Das kann ich schon verstehen, dass man das nicht machen will in so einem Spiel. Aber dann findet man das Leder halt irgendwo oder kriegt halt da halt auch Aufgaben. Und so ein Lederverarbeiter... Hey Mandy, wie geht's dir? Ja, Jasper, ich erzähl grad was. Entspann dich mal. Und auf jeden Fall kann man dann als Lederverarbeiter... gerade mal ein bisschen den Jasper angeschrien, aber ich meine, wir reden hier, wir unterhalten uns hier und der winkt hier einfach so ins Gespräch. Finde ich nicht geil von dem, ja, der alte Opa. So, auf jeden Fall. Und der Lederverarbeiter, ja, der hat dann Leder und kann damit dann Sattel machen und Schuhe und Hosen und lauter so ein Kram und so Zaumzeug und sowas. Wie geil wäre das denn? Ja, wäre das geil? Das wäre mega geil. Und ein Schmied kann halt dann Hufeisen machen und so ein Krams und hier für so eine Trense halt so, dass die Gebissteile und sowas, ne? Ach Leute, das wäre so einfach so geil. Das wäre so mega episch, aber... Ja, oder Steigbügel braucht man dann auch. Und irgendwann, wenn man sich alles so zusammengesammelt hat, von seinen Freunden gehandelt oder irgendwas, dann kann man sich dann da draußen einen Sattel zusammensetzen und sowas. Oder halt dann hat dann halt ein Equipment für sein Pferd. Ach, es wäre einfach so gut. Ach, ich träume schon wieder. Ich träume schon wieder. Aber Träume sind halt Schäume, ne? Wissen wir ja. Hallo, Manny. Ich habe gehört, dass du die Vogelscheuchen aus dem Vogelscheuchental befreit hast. Zumindest die lebendig waren. Ich brauche eine, um meine Kürbisse vor den Vögeln zu beschützen. Eine, die eventuell nicht mehr unbedingt lebendig ist. Ja, kannst du ins Vogelscheuchental reiten und eine der nicht lebendigen Scheuchen für mich holen? Ja, bring sie jetzt zum Feld und stell sie auf. Er könnte zumindest bitte sagen. Er könnte zumindest bitte sagen. Könntest du bitte eine holen? Ja, dann sage ich, oh ja, klar, Jasper, mach ich gern. Aber so... So eher nicht. Eher gar nicht. Eher nur teilweise. So. Guck mal, ich habe Salz durch Dani ausgetauscht. Nein, ich habe Dani durch Salz ausgetauscht. Sorry. Ich habe gerade... Oh, verdammt, jetzt habe ich nicht gelesen. Aber anscheinend gibt es irgendwas Lustiges zu chatten. Sie unterhalten sich auf jeden Fall. Und während die Damen sich unterhalten, werden wir weitergehen und sich hier die... Ding holen, ne? Die, ja, ja, ja. Vogelscheuche. So, das war das Wort, das ich suchte. Vogelscheuche. Suchte, suchte und fand das Vogelscheuchenland. Ich nahm eine Scheuche und trat sie sehr. Und sie erweckte sich zum Leben nie mehr. Oh, das war ganz schön humpelig hier. Jetzt liegt sie am Boden, da liegt sie, und ich kann sie holen. Transportiere sie weg, unfassbar, und bringe sie schnell dem alten Jasper. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich dieses Daily-Render von einem Typen machen soll. Ich habe gar keine Ahnung, was das bringt. Ist das Bewahre Eidens oder was ist das für ein Ruf, den ich da bekomme? Warte mal. Die Anziehersachen ist auch da. Ja, sie hat sich gerade ausgelockt. Ich habe keine Ahnung. Verfügbar. Moment. Täglich. Trainer Eidens. Nee. Klär. Nee.
Nee. Nee, Birdie. Nee, Birdie ist es auch nicht. Aber Birdie hat Aufgaben für mich. Sonja, nee. Fangen. Oh, Druidentraining muss ich halt auch noch machen. Oha, ja. Agnida, nie. Oh, so viele tägliche Aufgaben. Ich werd wahnsinnig. Streifhörnchen immer so. Nee. Nee. Nicht Mario. Nee, nee, nee. Melke die Kühe. Nee, nee. Nee, nicht Gavin. Nee, Ponylauf. Nee, Ido. Nee. Vielleicht was unten. Stell dir vor. So, Professor Einstein. Nee. Nee. Nee, auch nicht Nick. Nee, nee. Anelia. Nee. Nee. Gibt es Feuer? Nee. Hä? Was? Da muss der Typ dabei sein. Frau Drake hat auch tägliche Aufgaben. Was? Überwuchert? Kennt! Aha. Sendemasten Einstellung justieren. Ah, nee, ist auf dem Koppelinsel. Merke. Doris, die Einzelfarm. Wenn es zur Gewohnheit wird. Julie, Morlandstelle. Hä? Wo ist denn das? Ich werd wahnsinnig. Hm. Ja, ich habe keine Ahnung. Füttere? Ja, ich weiß es nicht. Okay, egal. Auf jeden Fall gibt es irgendeine tägliche Quest. Pff. Weiß ich nicht, was die jetzt für einen Ruf gibt, okay? Falls von euch das jemand weiß, schreibt es in die Kommentare. Das wäre wirklich sehr flauschig von euch. So. Wo ist der alte Jasper? Achso, ich muss sie aufstellen. Okay. Ich dachte schon jetzt. Ich habe mir schon gedacht, jetzt wird es hinterher als vorn. So. Okay, sie steht. Jasper. Jasper, deine Vogelscheuche, sie steht. Ich habe sie aufgebaut. Kannst du die mal abnehmen? Also Abnahmetest machen, quasi. Ja. Ah, danke, Mandy. Das ist super. Sie sieht gruselig aus, findest du nicht? Sie wird die Vögel fernhalten. Bist du auch sicher, dass sie nicht lebendig ist? Ich hatte das Gefühl, dass sie mich angrinst. Nein, Jasper. Die ist tot. Die ist ganz sicher tot. Ganz sicher. Ja, Gloria und Salzi. Was machen wir nun, ihr zwei? Wir gucken mal auf die Karte, wie spät es ist. Ja? So, was ist hier in der Nähe noch zu tun? Jasper. Björn. Oh, das sind da oben, Herr Jasper? Nee, das ist ja hier bei mir. Ja, Mario. Wollen wir zu Mario? Leute, wir gehen zu Mario. Kommt ihr mit? Ah, da brauche ich einen anderen Transporter, ne? Da kann ich mit dem nicht fahren, oder? Weil der transportiert mich nur dahinter zu dem... zum Golden Hills Stall, glaube ich, oder? Das ist ja kein vollwertiger Transporter der Welt. Was ich irgendwie schade finde. Ich finde sowieso, man müsste sich auch von hier mit dem Transporter zum Beispiel nach Jarlaheim transportieren können. Ich finde das zwar cool, aber dann fährt halt keine Fähre mehr. Aber das macht die Fähre wieder zu seinem exklusiven Fortbewegungsmittel. Ne? Das machen dann nicht alle so. Aha, da haben sie sich aufs Dach gecheatet.